ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel. Und diese Partie hätte besseres Wetter verdient. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen sie natürlich am liebsten zum Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck. Und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Super dazwischen gegangen. Junusovic. Takumi Minamino. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Das könnte die Chance werden. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Er versucht's! Außenpfosten, das war knapp. Da geht er vorbei. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und er schießt. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, das gibt Eckball. Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da kommt der Schuss. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Junusovic. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Super Pass. Und jetzt der Schuss. Souverän gemacht vom Torwart. Fredrik Gulbransen.
Den Ball kann er abfangen. Sie kommen über den Flügel. Jetzt die Gelegenheit. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Fredrik Gulbransen. Jetzt kann er flanken. Klasse Flanke. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Takumi Minamino. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt der Schuss. Und er geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Takumi Minamino. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Fredrik Gulbransen. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Und der Ball lieber wieder zurück. Klasse Aktion. Ball. Er versucht. Und der Ball geht deutlich drüber. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon... Und nun ein Schuss. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Also, dass sie hier so stark auftreten, damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, aber sie machen das gut. Wir sehen ja gerade das Tor hier und auch sonst gab es ja schon einige gute Möglichkeiten. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Junusovic. Fredrik Gulbransen. Jetzt wird's gefährlich. Da ist der Ball weg. Er spielt den Pass auf den Flügel. Junusovic. Hannes Wolf. Da ist Platz. Er schießt. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand.
Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es ihnen nicht verübeln. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Fairer Einsatz hier. Fredrik Gulbransen. Stark verteidigt. Den Ball kann er klären. Schön dazwischen gegangen. Nachspielzeit. Super Pass. Jetzt wird's gefährlich. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Weg ist der Ball. Das macht er gut. Und er schießt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht es leicht, ganz leicht. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Deutlich liegen sie hier in Führung. Und klar, die zwei Tore heute bisher sind natürlich eine Bestätigung für ihre gute Form. Durchgang 2 läuft. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Er zieht ab. Ein fantastischer Treffer. Der geht flach rein, nichts zu halten. Da kannst du nicht drankommen, der Abschluss zu präzise. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Junusovic. Fredrik Gulbransen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Seine Zuspiele kommen heute eigentlich extrem gut. Der hier ist eine echte Ausnahme. Da kann er ihn stoppen. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Ist eigentlich zu weit für einen direkten Schuss. Dürfte eine Hereingabe geben. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe. Die Flanke bleibt hängen. Da können Sie erstmal klären. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Hannes Wolf. Schwache Aktion, Ballverlust. Steil gespielt, gute Idee. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Junusovic. Junusovic. Fredrik Gulbransen. Hannes Wolf.
Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Einwurf. Wir sehen es, Puschi, Salzburg bringt einen neuen Spieler. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Junusovic. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Tolles Zuspiel. Steil gespielt. Er versucht's. Was für ein Tor. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorne. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Da muss er aufpassen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Fredrik Gulbransen. Klasse gespielt. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Da ist die Hereingabe. Und hier wird es Einwurf geben. Wir sehen es, Puschi. Salzburg bringt einen neuen Spieler. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Patrick Farkas. Da ist jetzt Platz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das wird hier Ecke geben. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Eckstoß also. Der Ball kommt rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Jetzt der Eckball. Nee, so nicht. Da vergibt er die Chance. Kein guter Versuch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte gefährlich werden. Gute Aktion, gut geklärt. Hereingabe jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Tolles Zuspiel. Und nun ein Schuss. Der Ball geht an den Pfosten.
Takumi Minamino. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Steil gespielt. Stark, das war's mit der Chance. Takumi Minamino. Fredrik Gulbransen. Schuss! Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nix. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Da kommt die Flanke. Flanke bleibt hängen. Da können sie erstmal klären. Und jetzt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Jetzt schießt er. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Jetzt kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da kommt die Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf, ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind.